In diesem Beispiel wollen wir uns mit den sogenannten Bretschen Formeln beschäftigen. Diese gelten für dünnwandige geschlossene Profile unter Torsionsbelastung. Als Vergleich ist dann hier auch ein offenes, also geschlitztes Profil zu rechnen. Schauen wir uns kurz das erste Beispiel an, und zwar nur den ersten Teil konkret, weil das geschlitzte Profil lässt sich ja nach all dem Gesagten jetzt gerade nicht mit Bretschenformeln ausrechnen. Dazu muss ja geschlossen sein, also der rechte Teil geht nur konventionell, so wie wir es in der Mechanik 1a gelernt haben, über die Torsionszusammenhänge, also polares Flächenträgheitsmoment ausrechnen und so weiter und dann die Torsion drauf, dann können wir da auch die Verdrehung bestimmen. Das andere geht einfacher, nämlich über die beiden Formeln. Und dann verwenden wir es nach der Reihenfolge. Die erste Bretsche Formel gibt uns einen Zusammenhang zwischen dem Torsionsmoment und der Fläche und dem Schubfluss. Fläche ist eh nur Geometrie. Wichtig ist der Zusammenhang Torsionsmoment-Schubfluss, weil die Frage ist ja, wir haben ein Torsionsmoment und wie groß darf dieses Torsionsmoment sein, damit die zulässige Schubspannung nicht überschritten wird fürs Material. Also was darf ich an Belastung aufbringen? Und nachdem wir über die Schubspannung auf den Schubfluss kommen, kann man mit der Formel ganz sicher was anfangen. Die Fläche, nachdem das mittlere Größen sind, ist einfach a Quadrat. Die Quadratfläche von dem, also die eingeschlossene Fläche, vielleicht um das noch einmal genau zu sagen, das hier, die mittlere eingeschlossene Fläche fürs dünnwandige Profil, ist dieses AM, alles was da innerhalb liegt. Und der zulässige Schubfluss, da kann man sich jetzt auch noch einmal an Ernährung mehr oder weniger bedienen. Wir haben ja unterschiedliche Wandstärken. Die horizontalen Stege sind mit T und die vertikalen mit 2T. Nachdem das aber ohnehin alles dünnwandig ist, gehe jetzt her und sage, naja, wenn die Schubspannung zulässig ist, dann nehme ich halt einfach eine mittlere Wandstärke. Man kann auch sagen, gut, wenn man noch sicherer sozusagen rechnen möchte, nehmen Sie überall die dünnere, weil dann kriegen Sie sicher eine höhere Schubspannung raus pro Schubfluss. Ich habe es halt da mit einer mittleren gerechnet. Das ist die Frage, was man gerne hätte und wie die Vorgaben sind. In jedem Fall ist das T zulässig, Tau zulässig mal T Tilde nenne ich es dann. Oder eben nur T, wenn es mit einem gewissen Sicherheitsfaktor arbeiten wollen. Und das T Tilde ist einfach die 2, also T plus 2T halbe, nämlich die mittlere Wandstärke. Ist eine Möglichkeit. Also Tau zulässig 3T halbe ist der Schubfluss, der zulässige. Dann haben wir daraus, wenn wir einsetzen in die erste Bretsche Formel, ein zulässiges Moment, nämlich 2a Quadrat, Tau zulässig 3 mal Wandstärke halbe, kürzen wir das raus. Und da kennen wir eigentlich alles. Wir kennen das Tau zulässig, wir kennen die Seitenlänge, wir kennen die Wandstärke. Kann man ausrechnen, einsetzen, kommt für das zulässige aufzubringende Torsionsmoment 9600 Newtonmeter raus. Wenn es im Vergleich dazu das offene Profil rechnen, kommt vermutlich weniger raus, oder? 96 kommt bei mir raus. Gut, Verdrehwinkel funktioniert gleich, nämlich über die, ich schreibe jetzt da her oben, erste Bretsche Formel, über die zweite Bretsche Formel, Chi zulässig spezifisch ist es dann, laut der Formel, nur damit man mal sieht, was dieses Ringintegral eigentlich bedeutet, vorne haben wir das T zulässig genannt, durch zweimal Schubmodul und diese umschlossene Fläche. Und dann haben wir das Ringintegral,
1 durch Wandstärke an der Stelle S integriert über S. Und da ist jetzt die Frage, na, wie schaut das aus? Was steht da in dem Ringintegral? Also was ist das Ergebnis des Ringintegrals in Formelzeichen? Also ich würde einmal sagen, wir haben alles zweimal. Ich schreibe einmal den Zweier hin, weil wir haben zwei linke, rechte Seite oben unten, die gleiche Wandstärke haben. Es hängt ja von der Wandstärke ab. Und die sind alle a lang. Wenn Sie das ds integrieren über eine gewisse Länge, haben Sie natürlich die Seitenlänge. Und dann müssen Sie durch die jeweilige Wandstärke dividieren. Einmal haben wir t und einmal haben wir 2t. Es ist einfach nur stückweise zusammengesetzt die Summe aus den jeweiligen Stegen da aus den Seiten. Ja? Als Integral brauchen Sie ja nur dann, wenn das komplett variabel ist für jedes S, was anders da steht. Sonst können Sie es als Summe ausdrücken. Setzen wir das ein. Ja, ich setz alles ein, was ich weiß, nämlich 3 Tau zulässig mal Wandstärke T, halbe haben wir da, mache ich so, mal das, was schon da steht, 2G AM, schreiben wir sofort klein a Quadrat her, dann haben wir das a drinnen, mal, und das ist jetzt das Integral ausgedrückt, 2 mal a durch t plus a durch 2t. Dann kürzen wir da ein 2er raus. Wir können das a Quadrat zu einem a kürzen mit dem a da oben jeweils. Wir können ein t kürzen. Also vorne steht jetzt 3 halbe und da hinten, wenn Sie schauen, steht noch einmal 3 halbe, 1 plus 1 halb. Das fügen wir gleich zusammen. Dann haben wir für den spezifischen zulässigen Verdrehwinkel 9 Viertel. Und was überbleibt, ist die zulässige Schubspannung dividiert durch Schubmodul mal Seitenlänge. Jetzt habe ich da was übersprungen. Machen wir es so. Das ist das Chi zulässig insgesamt. Also Chi zulässig spezifisch mal die Länge. Die Länge, da haben wir es. Die Länge des gesamten Trägers ist L. Das müssen wir natürlich noch drauf multiplizieren. Das habe ich jetzt übersprungen. Entspricht dem gesamten Verdrehwinkel, dem zulässigen. Das ist das, was ich da hingeschrieben habe. Und das sind die 1,61 Grad. Also noch mit der Länge multipliziert zuerst. Und da kommt folglich dann auch nicht Radiant raus bei dem, was ich jetzt da, ich mache es grün, bei dem, was ich jetzt da eingekastelt habe, grün, kann dann auch nicht Radiant rauskommen, sondern Radiant pro Meter.